Ja, hallo, erstmal zurück in der Zukunft, was auch immer das genau bedeutet. Das habe ich mich damals schon gefragt, als der Film rauskam. Schön, dass ihr alle da seid und dass es auch so voll ist. Ich dachte, dass ganz viele zur Rede zur Lage der Nation gehen werden. Bei mir ist es nicht die Rede zur Lage der Nation, sondern zur Fiktion, wenn man so möchte. Auch ein Jahr nach Edward Snowden und ein Jahr bevor Marty McFly aus Back to the Future 2 im Jahr 2015 landen wird mit seinem fliegenden Auto. Die Frage ist tatsächlich, inwieweit Sascha Lobo und ich nicht ähnliche Dinge erzählen werden, denn wenn man sich so anguckt, was passiert ist, nicht nur im letzten Jahr, ist die große Frage, inwieweit Science Fiction und Science und das echte Leben eigentlich denn noch auseinanderliegen oder ob sich das nicht mehr und mehr merged, ineinander übergeht. Sei es jetzt so eine absurde Geschichte wie, was heißt absurd, wir werden eigentlich alle eh schon überwacht und es wird dann aber auch noch versucht zu vertuschen. Und also wie gesagt, was da eigentlich genau abgelaufen ist, jetzt gerade beim NSA-Skandal, ich weiß nicht, wie ich das in eine gute Dramaturgie packen würde, das hätte man eigentlich auch nicht schlimmer in einer Dystopie unterbringen können. Ja, so viel als kleiner Einstieg und Warm-up. Beim Thema Dystopie, eins der großen Science-Fiction-Themen, sind wir auch gleich natürlich beim Jahr bzw. beim Film und Buch 1984 und auch nochmal beim Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und der großen Frage, wer irgendwie Vergangenheit steuert, wer die Gegenwart steuert, steuert damit auch die Zukunft. Bei 1984 wird das Jahr erreicht, indem man Gehirnwäsche durchführt. Ich weiß nicht, wer von euch kennt 1984, Film, Buch? Es war irgendwie, glaube ich, Schullektüre. Das heißt, es kennen wahrscheinlich so gut wie alle. Bloß ich kannte es nicht, bis ich angefangen habe, mich auf diesen Vortrag vorzubereiten. Ja, tatsächlich. Ich kannte die Apple-Werbung. Da sieht man mal. Jedenfalls ein sehr krasser Film, auch heute noch. Und diese Aussage trifft, denke ich, auch immer noch zu. Und wenn man sich von wegen Gehirnwäsche und totalitäre Systeme anguckt, was dann in der Realität passiert ist, dann merkt man, dass Fiktion und Realität vielleicht nicht mehr so weit auseinanderliegen. So erschreckend das ist. Die große Frage, was Realität denn in Abgrenzung von Fiktion eigentlich ist, ist eine der Fragen, um die es in sehr vielen Science-Fiction-Büchern geht. Philip K. Dick, der Mann oder der Autor von Büchern wie Minority Report, Blade Runner, beziehungsweise den Büchern zu den Filmen dann. für ihn war das eins der großen Themen, was Realität ist. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Fakten. Das ist das einzige riesige, hässliche Textchart, ich verspreche es euch. Zum Thema Wahrheit oder Erfindung, durcheinander gemixt und ich lasse euch einfach mal frei rauszukriegen, was davon tatsächlich stimmt, was noch nicht stimmt und was tatsächlich einfach nur frei erfunden ist. Das ist nämlich wirklich das große Ding, was davon ist denn überhaupt noch Fiktion und was nicht und beziehungsweise was wird als real verkauft, ohne dass wir wissen, dass es vielleicht nur Fiktion ist und andersrum. Sei es jetzt von Körperimplantaten, die 3D gedruckt sind oder Google einen Drohnenhersteller kauft und damit Facebook zuvorkommt, was ich auch noch so denke, im ersten Moment. Atomunglücke, die vertuscht werden, die Daten aller, die offengelegt werden von The Circle. Politische Systeme, die in, sagen wir mal, den nächsten 5 Jahren einfach von Firmen abgeschafft werden. Facebook-Gesichtserkennungssoftware hat inzwischen menschliche Trefferquote, wird im Sommer vorgestellt. Die NSA sucht Dolmetscher für Dialekte und Zeitungen können inzwischen auch von Robotern geschrieben werden. Was davon ist wahr, was nicht. Das erste Verjüngungsserum bei Mäusen hat funktioniert. Holodeck-Alternative kommt auch nächstes Jahr und außerdem natürlich fliegende Autos sind in der Entwicklung, wie wir alle wissen. Natürlich haben sich die Menschen auch früher schon damit beschäftigt,
was geht und was nicht, was real ist und was Fiktion ist, beziehungsweise gerade ums Jahr 1900 herum hat man sich sehr viele Visionen davon gemacht, wie es im Jahr 2000 aussehen wird. Und zum Teil ist das sehr skurril, zum Teil ist es tatsächlich eingetroffen, zum Teil haben wir diese Vorhersagen auch schon überholt. Ich habe euch jetzt zu diesen Themen, das waren die Themen, die die Leute damals wohl extrem beschäftigt haben, einige Bilder mitgebracht. Und zwar aus einem, haben sich ab den 1890er Jahren bis 1910 etwa, haben sich französische Künstler zusammengetan und haben Postkarten entworfen, die sie auch verkauft haben. Und diese Postkarten sind jetzt im Public Domain Archiv wieder aufgetaucht und lassen sich so grob in diese Themen clustern. Ich habe auch noch auf ein paar andere Quellen dafür zurückgegriffen, werdet ihr gleich sehen. Ja, los geht's mit Ernährung. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, dem Essen. Was man hier sieht, ist im Endeffekt ein großer Brutautomat, kann man glaube ich sagen. Da werden Eier reingelegt und hinten kommen Küken raus. Und wenn sie dann hier von diesem Superfutter gefressen haben, laufen sie dann als Hühner raus und eigentlich müssten sie sich dann hier auch schon wieder anstellen, um dann die nächsten Eier und so weiter und so fort. Wir kennen diesen Kreislauf und stellen, denke ich, erschreckt fest, okay, es sieht vielleicht nicht so aus wie dieser irgendwie dann noch wohl mit Kohle oder Dampf oder weiß Gott was betriebene Durchlauferhitzer. Aber so viel anders ist es eigentlich auch nicht, wenn man sich Legebatterien anguckt. Das ist jetzt ein Fall von, es ist eine sehr innovative Geschichte, das könnte man sich mal überlegen, vielleicht auch in Städten mit den Tauben, vor allem wenn man die Flugtechnik perfektioniert, nämlich unter Wasser, man legt Köder aus, nicht für Fische, sondern man dreht das Ganze einfach um. Ich weiß nicht, ob da die Polkappen schon abgeschmolzen sind und wir alle irgendwie geschafft haben, unter Wasser zu leben oder nicht. Jedenfalls sieht es also hier so aus, dass man Köder nach oben wirft, um Vögel zu fangen. Also sehr interessante Geschichte, wie ich finde, hat sich aber bislang noch nicht durchgesetzt. Was sich natürlich irgendwo durchgesetzt hat, auch wenn ohne all diese Kabel und so weiter, ist einfach die Agrarindustrie, also die Industrialisierung hat halt voll zugeschlagen. Und was hier irgendwie so niedlich eigentlich noch fast aussieht, findet natürlich tagtäglich statt, damit wir all unsere Weizenprodukte auf den Tisch kriegen und so weiter. So, jetzt wird's richtig lustig, wir sind beim Verkehr und man sieht schon, fliegende Autos oder sowas Ähnliches, weil so richtig Autos scheint es noch nicht so ganz gegeben zu haben, haben die Leute schon immer fasziniert. Also nicht erst 1989 beziehungsweise kurz davor, als Back to the Future rauskam, ging es irgendwie darum, wie kann man denn fliegende Autos machen. Hier wurde das Ganze eben noch schön, ja, ich weiß nicht, ob es Bienenflügel sind oder was auch immer, mit Propeller vorne dran und das hier sieht eigentlich eher aus wie ein Korb von einem Heißluftballon, der einen dann in die Luft geht. Natürlich bedeutet das, wenn man jetzt Verkehr in der Luft hat, auch, dass man jetzt auch ganz viel Polizisten in der Luft hat. Da gibt es dann auch ganz lustige, die haben dann so Hummelflügelchen hinten dran. Wir wissen ja alle, wie Hummeln fliegen können, nämlich nicht so besonders gut. Also wenn man das als Stoff nehmen würde für eine Verfilmung, gäbe es da bestimmt sehr viel Witzpotenzial. Ja, hier sind wir dann genau bei im Jahr 2015. Es war sehr schwierig, dann einen guten Screenshot zu machen. Das ist also Back to the Future 2015 und der Doc gibt gerade Vollgas und knallt fast in ein Taxi und sie verpassen fast ihre Abfahrt. Die schwebt dann nämlich auch so oben drin. So sieht es da aus. Was im Jahr 2015 aber als natürlich auch möglich sein wird, zumindest laut Back to the Future, sind Hoverboards, die wir ja alle kennen. Und das Allercoolste ist, dass in diesem Jahr endlich, also es gibt schon seit langem ein Open Knowledge Projekt dazu, wie kann man denn ein Hoverboard bauen mit Laubbläsern unten dran und keine Ahnung was noch allem, pipapo. Und Hover hat es jetzt also scheinbar tatsächlich geschafft, Februar 2014. Haben Sie dieses Video online gestellt? Yes. Wer von euch kennt Back to the Future, den Film? Super, okay, dann werdet ihr das gleich alles erkennen.
I'm Christopher Lloyd. And about 25 years ago, I played Dr. Emmett Brown in the film Back to the Future 2, a landmark film that, amongst other things, introduced the concept of hoverboards to the world. Now, at the time, as much as we all wanted hoverboards to be real, of course, it was an impossibility. But I'm proud to announce that thanks to the clever folks with HoverTech, the technology has caught up with the concept. Natürlich. Completely real. Yeah! Woo! Woo! Well, my man. That's you. Really. I can't believe how well it works. I didn't think it'd be that smooth. You know, it always looked in the movies like it was just awkward. It was going sideways. And once I got on it, it felt natural. It felt like that's where it's going. That's where it should be. A lot of people that are skating nowadays that are adamant skate fans started skating because of that movie. You can ask current pros, you can ask, and they'll say, yeah, I started skating because of Back to the Future. When I first got on, I thought it was going to be incredibly awkward. I thought there'd be this really sort of like extensive learning curve, and it's intuitive. Like the moment you start riding it, you know what to do. There's no precedent for this. I have no idea how it works. I'm baffled by the technology, but then again, I'm baffled by most technology. It was an experience that I've never experienced before. The feeling is indescribable. So I felt like I was out of this world for a second, and I looked down, and my feet are off the ground. And I'm like, this is really happening. I didn't believe it. They told me that they have a hoverboard that can fly. I didn't believe it. And this is a crazy board. I love it. It was crazy. I thought, like, you know, the balance was gonna be hard, but it was pretty cool. It was really easy. Can I keep this? No. Dude, come on, please. The hoverboard has arrived. Also ihr seht, gibt's schon. Das mit den fliegenden Autos kann also auch nicht mehr lange dauern. Ich habe auch versucht, eins zu bekommen, aber auf meine Anfrage wurde leider nicht reagiert. So, die letzten Minuten können wir uns, glaube ich, sparen. Es geht dann einfach auch noch so weiter. Das Video heißt Believe. Wie gesagt, die Faszination mit fliegenden Autos zieht sich eigentlich so durch die ganze Science-Fiction und scheinbar auch irgendwie Menschheitsgeschichte. Wenn es noch nicht Autos waren, dann war es eben das Fliegen. Los ging es, also so in unserem Kulturkreis bekannteste Geschichte natürlich Daedalus und Icarus. Das hier ist ein Klassiker der Science-Fiction-Filmgeschichte, nämlich Blade Runner. Und wir befinden uns im Jahr 2019. Neo-Tokio, wollte ich schon sagen. Nee, Los Angeles sieht aus wie Tokio. Bloß in, weiß ich nicht, wie hoch gebaut und war tatsächlich auch stilprägend dann vom Design her für viele weitere Filme. Und ist tatsächlich auch ein sehr schicker Film. Ja, dazu ging dann Helikopter aus dem Jahr 1900, wie man sich Helikopter 1900 vorstellte, im Jahr 2000. Hat ja dann tatsächlich auch geklappt, gibt es ja schon länger. Das dagegen ist ein sehr, sehr interessantes Gefährt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da im Hinterkopf schwebte, dass die Polkappen inzwischen abgedingst sind, abgetaut sind und wir alle unter Wasser leben müssen und man die, wie hießen die, Dampflift, Luftfahrt, Heißluftschiffe, Zeppeline, danke, dass Zeppeline unter Wasser gesetzt sind und sehr umweltfreundlich, nämlich von Wahlen gezogen werden. Also, innovatives System, sollte es tatsächlich mal zu Waterworld kommen, kann man ja gucken, ob man Blauwale dazu kriegt, das zu tun. Vom Transport zum Lernen, das ist sicherlich ein super System, was sich viele Schüler wünschen würden. Es
Es gibt ja auch immer noch diese Vorstellung, dass man sich ein Buch unters Bett legt oder vielleicht heutzutage das iPad unters Bett legt und am nächsten Tag alles weiß, was drinsteht. Das ist so ähnlich, nur dass die Bücher dabei scheinbar verhäckselt werden. Aber wenn das so funktionieren würde, ganz großartig. Was gibt es dazu heute? Gerade wurde irgendwie die Schnelllese-App vorgestellt, aber natürlich gehen da auch schon wieder Leute auf die Barrikaden. Also so einfach scheint es leider doch noch nicht zu sein. Kommen wir zum Thema Unterhaltung. Wir haben hier erstmal ein sehr klassisches Theater. Und erst auf den zweiten Blick stellt man fest, dass der Dirigent da an einem komischen Gerät rumhampelt und alles, was hier ist, sind Roboter oder mechanische Musikinstrumente, während der Rest also ganz normal menschlich ist. Es gibt, das ist eben noch dieses französische Kartensystem, es gab aber auch in Deutschland einen Kakaohersteller, der so Sammelkarten hat herstellen lassen. Vision für das Jahr 2000. Und da wird Theater dann irgendwie scheinbar mit dem Kino gemixt. Denn man muss nämlich gar nicht mehr, es gibt echte Musiker, aber man muss eigentlich nicht mehr in die Vorstellung, weil man bekommt es dann hinprojiziert und kann über Telefonapparate oder sowas Ähnliches zuhören, was da eigentlich passiert. Dass dann natürlich irgendwie der Witz des Theatererlebnisses weg ist, sei jetzt mal dahingestellt. So, beim Thema Mondfahrt muss ich dann auch gleich schon husten. Das sind jetzt Zukunftsvisionen, die ich sehr interessant finde. Also da gibt es relativ wenig Bildmaterial frei zugänglich, was man so finden kann. Was das hier ist, ist der sogenannte The Brick Moon. Das war eine Geschichte eines Journalisten. Und was das darstellen soll, also man sieht da oben Palmen und ein paar Menschen, das ist ein Satellit. So hat man sich damals einen Satelliten, also in der Zukunft vorgestellt. Und hier eine sehr makabere Geschichte. Ein amerikanischer Künstler stellte sich vor, dass man 2000 sein Honeymoon mit Mondfahrten bestreitet. Und ich weiß aber nicht, weshalb man dann auf dem Mond irgendwie Skelette besichtigen sollte, noch dazu im Honeymoon. Aber das schon mal vorweggenommen, zeitlich ist das gar nicht so schlecht. 2001 ist nämlich tatsächlich der erste Weltraumtourist gestartet. Also knapp daneben, aber hat fast funktioniert. So, Mondfahrten, also Jules Verne hat 1865 die Reise zum Mond geschrieben und Georges Méliès, einer der Pioniere des Kinos, hat das dann auch gleich verfilmt. Der Film ist frei zugänglich auf Wikipedia, dauert aber 15 Minuten. Ich habe euch den jetzt nicht komplett mitgebracht, keine Sorge. Aber den ersten Ausschnitt, wie das damals aussah, wie man noch ohne Filmtechnik im Prinzip gearbeitet hat. Man hat hier schön Papierkulisse und dann irgendwie sowas, vermutlich wie eine Kamerafahrt. Da ist die Rakete dann gelandet. Also es ist natürlich so, dass diese Mondlandung nicht klappt, weder bei Jules Verne noch hier bei Georges Méliès. Das ist also eine sehr lustige Anekdote, die man sich auch ganz angucken kann. Wurde auch von Air nochmal neu vertont in dieser kolorierten Fassung. Ja, in echt sah das Ganze dann so aus. War natürlich ein bisschen früher. Und die Amerikaner haben, wie wir alle wissen, ja den Wettlauf gegen Russland gewonnen, beziehungsweise die Sowjetunion damals noch, und den ersten Mann auf den Mond geschickt. Zumindest glauben wir das so. Letztes Thema, von den französischen Karten gibt es da relativ viel, nämlich Kriegstechnik. War um 1900 vielleicht auch nicht weiter erstaunlich. So hat man sich also fliegende Kriegsmaschinen vorgestellt. Ist jetzt gar nicht so abwegig, so sieht es dann heute aus. Das sind Drohnen, die dann tatsächlich auch zu Kriegs-, also beziehungsweise zu Kampfeinsätzen fliegen können, beziehungsweise halt Waffen tragen. Ja, und dieses riesige Bild ist eine Infografik, die neulich erst rumging. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, aus Science-Fiction-Büchern rauszufiltern, welche Erfindung aus Science-Fiction-Büchern dann tatsächlich Realität wurde.
wenn man auf der Seite ist, wird man feststellen, es gibt so ein paar kleine Bugs, die irgendwie nicht stimmen. Aber so im Großen und Ganzen ist es ziemlich korrekt und auch sehr lustig, wenn man sieht, was sich Leute alles ausgedacht haben und wann es real wurde. Ich habe hier mal rote Pfeile gemacht, wieder zu den, also wie der Wal. Man war damals wohl schon sehr umweltbewusst. Hier hat man Solarenergie sich schon früh vorgestellt. Ja, hier sind wir irgendwie ziemlich real auf der Seite, ist jetzt auch schon 70er. Und da ist man dann natürlich auch schon dicht dran, also da sind wir jetzt einfach im Computerzeitalter. Das ändert auch die Vorhersagen dann nochmal. Eine Sache, die hier nicht mit aufgeführt ist, die ich vorhin aber schon kurz erwähnt habe, ist die Facebooks Technik der Facial Recognition. Was jetzt eben gerade erst bekannt wurde, sie haben praktisch ein Programm entwickelt. Google hatte das ja eigentlich schon länger und sie haben aus ethischen Gründen gesagt, dass sie es nicht zulassen werden. Die Technik, die im Prinzip Gesichter erkennt. Also wenn sie ein Foto von der Person mit Namen hat, wenn es irgendwo im Netz ein weiteres Foto gibt, kann diese Software das Bild zuordnen zum Namen. Und Facebook hat diese Technik jetzt eben auch entwickelt und wird sie wohl angeblich im Sommer vorstellen. Das ist eine Geschichte, die bei Minority Report eingesetzt wird. Und zwar werden den Menschen da ja Anzeigen auf der Straße, also Werbeanzeigen, eingeblendet. Und die sind personalisiert über Gesichtserkennung-Software. Also im Endeffekt, wenn man jetzt mal den Augmented Reality Trend mitnimmt und diese Software kombiniert, ist es eine Vorhersage, die eigentlich nicht unwahrscheinlich ist. Ja, und dann auch vorhin schon erwähnt, Google hat einen Drohnenhersteller gekauft. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als diese Kampfdrohnen. Als ich das erste Mal gelesen habe, ich dachte, bei Drohnen denke ich immer nur an Kampfdinger, aber so sieht es aus. Das sind solargetriebene Leichtflugzeuge, kleine, die das Internet in entlegene Ecken bringen sollen. Mal gucken, was die dann noch so alles entwickeln. So, also so viel schon mal die erste Zeitreise in die Vergangenheit und wie man sich die Zukunft damals vorstellte. Themen, die da auch schon mit drin sind und so die Themen von Science Fiction, die ich da jetzt mal so rauskristallisiert habe, sind eben die eine große Frage von Realität oder Fiktion, Simulation, was ist was, was ist wahr, was ist nicht wahr. Das Thema Mensch-Maschine, natürlich groß, da werden wir jetzt dann auch verstärkt darauf eingehen. Das Thema Dystopien, das ist vielleicht gerade nebenan eher, wenn es um Edward Snowden geht und die NSA-Geschichte. Das Thema ewiges Leben und nicht mehr sterben müssen als Triebfeder vieler Entdeckungen und auch dieser Mensch-Maschinen-Entwicklung, Cyborgs, Bionik und so weiter. Dann natürlich Zeitreisen, auch immer faszinierend. Aliens als großes Thema, also gibt es anderes Leben außer uns und wie verhält sich das? Je nachdem, wie die politische Lage gerade war, in den 50ern hatte man lauter Invasionsgeschichten, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich kein Wunder. Und dann das große Thema der alternativen Welten. So, ja, was ist Realität? Ist natürlich eine Frage, die nicht nur in der Science Fiction ein großes Thema spielt, dort aber immer wieder gespielt wird und dann tatsächlich auch gerne mit diesem Bild hier, das ist aus Total Recall. Die rote Pille muss er schlucken, um sich andere Erinnerungen einpflanzen zu lassen. Es kommt dann zu kleinen Problemen und er weiß zum Schluss gar nicht mehr, was jetzt echt ist und was nicht. Das Bild wurde zitiert in The Matrix. Den haben wir wahrscheinlich die meisten gesehen, nehme ich an. Da kann man sich aber entscheiden, ob man eine rote oder eine blaue Pille will. Und damit entscheidet man sich, ob man weiter in der Simulation leben will, in der Simulation, die einem von Maschinen vorgegaukelt wird, oder ob man raus möchte und in der Realität leben möchte und das heißt im Endeffekt in den Untergrund gehen und gegen die Maschinen kämpfen möchte. Ja, und hier sind wir dann in der Matrix und ganz am Anfang, als Neo, die Hauptfigur dieser Trilogie, noch nicht weiß, was auf ihn zukommen wird, beginnt er sich also zu fragen, als sein Computer anfängt, mit ihm zu sprechen. Er ist sich einfach nicht mehr sicher, was ist denn jetzt Realität und was träume ich eigentlich noch oder bin ich schon im realen Leben? Und diese Grenze hinzubekommen, ist natürlich ein Thema, was auch
Literatur oder Kultur an sich immer wieder fasziniert. Wie schaffe ich es, Leute zu entführen, in meine simulierte Welt mitzunehmen? Das heißt, wir kommen jetzt praktisch zu dem Analysepart von, wie werden Geschichten denn erzählt? Oh ja, noch nicht ganz, ich habe einen Chart vergessen. Das ist eine Geschichte, die mich als Kind immer total fasziniert hat, nämlich die Idee des Holodecks. Wer irgendwie Star Trek geguckt hat, weiß, was das ist. Das ist zum Vergnügen natürlich der Crewmitglieder, also die Enterprise ist ja irgendwo unterwegs in weiten Fernen der Galaxie und so weiter. Das heißt, irgendwie müssen die ja unterhalten werden und da gibt es diesen einen Raum und den kann man sich entweder mit vorgefertigten Konserven bespielen lassen und sich damit in fremde Welten, hier den Dschungel, beamen, oder man kann sich auch eigene Welten bauen und die einspielen. Das ist das Holodeck. Für manche sind Bücher auch Holodecks oder Filme. Wenn einem das aber nicht neu zur Verfügung steht, ist sowas natürlich super. Stellt euch mal vor, ihr geht in euer Spielzimmer und habt dann erstmal, seid in einer völlig fremden Welt. Fand ich immer total super. Und scheinbar nicht nur ich, weil das ist tatsächlich was, an dem arbeiten gerade sehr viele Leute. Zum Beispiel fangen wir mal ganz mit einer ganz alten Kunst an, nämlich das Theater. Die Theatergruppe, von der hier die Rede ist, heißt Punch Drunk. Das sind Engländer, die inzwischen, ich weiß nicht, ich glaube 10 Produktionen oder so gemacht haben, was sich immersives Theater nennt. Und im Endeffekt geht es darum, man kommt zu einem Ort, den betritt man und die Grenzen von was ist Spiel und was ist Nicht-Spiel verschwimmen. Das heißt, es sind durch und durch gestaltete Räume und Erlebnisse. Im Endeffekt sind es Experience, auf die man da geht, in denen Dinge passieren können. Und das funktioniert extrem gut. Das aktuelle Stück ist eine Wojciech-Filmstudio-Geschichte, die The Drowned Man heißt. Ich habe einen kurzen Trailer mitgebracht. Picture to end all pictures. The time is right. The people are ready. I'm gonna give them what they want. I'm gonna show you something you've never seen before. I made the horse run. I can make it fall. There's a redness in the west, blood on the moon, a fire in the sky. And it's coming this way. I'm gonna blow the whole thing to kingdom come. Das Manko natürlich an einer Theaterinszenierung ist immer noch, man muss zu einem bestimmten Ort hingehen. Es dauert seine bestimmte Zeit, in dem Fall ungefähr 3 Stunden, und danach geht man wieder raus in die reale Welt. Gamer können das natürlich auch anders haben. Mit dem Oculus Rift und das Eintauchen in die virtuelle Welt des Games, indem man sich ein Brillen Kopfdings überstülpt, was dann Oculus Rift heißt, und tatsächlich simuliert, dass man sich in diesem Spiel befindet. Also im Endeffekt wirklich so eine Art Holodeck. Ziemlich cool, von Facebook gekauft, kommt nächstes Jahr angeblich auf den Markt. Ich hatte heute zum ersten Mal ein Google Glass Ding auf und finde, es funktioniert so, naja. Der nächste Schritt von der Google Glass Brille, wo man ja dann diese Kamera da vorne drin hat, die einem auch ein kleines Bildchen anzeigt von dem, was man entweder aufnimmt oder auch eben Augmented Reality Informationen einblendet, ist das hier. Das ist eine Kontaktlinse, die schon
letztes Jahr oder vorletztes Jahr vorgestellt wurde. Die wurde in Gent entwickelt und arbeitet damit, dass man hier auf die Kontaktlinse Informationen spielen kann. Und damit natürlich auch Informationen, die einem sonst halt in einem Display angezeigt werden oder irgendwo vor einen hin projiziert werden müssten, bekommt man dann im Prinzip direkt aufs Auge. Es hört sich ganz super an. Ich habe keine Ahnung, wie das dann so vom Gefühl ist, wenn man dann mit diesem Ding im Kopf praktisch rumläuft. Aber ja, könnte der nächste Schritt sein. Eine Sache, die die meisten dann vielleicht auch schon kennen, ist von wegen Dinge, die hinprojiziert werden, dann allerdings mit einem Hilfsmittel, nämlich dem Smartphone, ist das Spiel Ingress, was von Google entwickelt wurde und was im Prinzip ein Alternate Reality Game mischt mit Augmented Reality Geschichten. Das heißt, man kann das überall auf der Welt spielen. Man muss sich entscheiden, welches Lager, ob man Enlightened oder Resistance ist. Und was man da beachten muss, ist erstens, man kann es nur als Android-User spielen, leider. Und zweitens, wenn man es dann spielt, dass man trotzdem auf den Verkehr achtet. Die Story wird im Endeffekt in dem kleinen Promo-Film erzählt, der auch sehr trailermäßig aufgebaut ist. What was the net effect of the Niantic Project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security, to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. This all leads to Niantic. I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what you're seeing. Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around me. A few of them exhibit properties that are as yet unexplained. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? And I must be prepared to work with them or fight them. They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened at Niantic. Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit. Spielt also auch mit mehreren Mechanismen, um einen halt natürlich in dieses Spiel reinzuziehen und in der Welt dann auch zu halten. Eine Technik, die benutzt wird, ist die Technik von Augmented Reality, wie ja auch davor schon. Eine Sache, die ich leider nicht mehr als Chart mit aufgenommen habe, die man sich aber unbedingt angucken sollte, ist die Leviathan-Geschichte, die mithilfe von Metaio umgesetzt wurde. Und zwar wurde da eine Welt um den Wal, also den Leviathan, entwickelt. Und tatsächlich konnte man den dann über sich schweben sehen. Also eine ziemlich coole Geschichte, die ich definitiv noch ins Verzeichnis mit aufnehmen werde, bevor ich die Präsentation irgendwo hochlade. So, jetzt aber folgen wir wirklich mal dem weißen Kaninchen rein in die Matrix, beziehungsweise in dem Fall in die Geschichtenwelt und dem Was wäre wenn? Die meisten von euch kennen ja bestimmt Kurt Vonnegut, einen amerikanischen Autor diverser Kultbücher. Was die wenigsten wissen, er hat eigentlich mal versucht, eine Arbeit darüber zu schreiben, dass sich alle Geschichten auf eine sehr simple Art und Weise darstellen lassen. Und zwar hat er einen Graphen aufgezeichnet. Das hier nach oben sind die Good Times oder die Good Fortune. Nach unten ist dann die Bad Fortune oder auch auf Deutsch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und die wichtigsten Geschichtentypen oder die häufigsten sind tatsächlich hier diese beiden, Man in Hole. Da geht es einfach nur darum, am Anfang geht es jemandem gut, dann geht es ihm ganz schlecht und dann geht es ihm wieder besser. So ähnlich ist das auch mit Boy Meets Girl.
Am Anfang ist man neutral, dann lernt man sich kennen, ist erstmal verliebt, dann große Krise und um Gottes Willen, es kommt entweder ein Rivale hinzu, der erstmal vom Feld gedrängt werden muss oder es gibt sonst irgendwelche Verwicklungen, weshalb die beiden, obwohl ja eigentlich schon klar, dass sie füreinander bestimmt sind, nicht zusammenkommen, bis dann zum Happy End und das unendliche Glück, weil wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Kennen wir alle. Ich lasse die beiden anderen jetzt mal weg. Weil A, komplizierter und zweitens brauchen wir sie tatsächlich in dem Fall jetzt auch nicht. Was dagegen nochmal sehr interessant ist, ist hier diese Ähnlichkeit, beziehungsweise nicht nur Ähnlichkeit, sondern der identische Ablauf des Neuen Testaments mit der Cinderella-Geschichte, die in der westlichen Kultur extrem erfolgreich ist. Und von der wir Elemente dann auch später in Geschichten finden werden. Die Geschichte, auf die ich mich jetzt, oder das Thema, das Science-Fiction-Thema, auf das ich jetzt stärker eingehen möchte, ist das des künstlichen Menschen, also Roboter-Mensch-Verhältnis. Ich habe dazu erstmal die wichtigsten Themen im Lauf der Zeit rausgesucht, beziehungsweise Stories, die man dazu irgendwie kennen muss und natürlich auch Namen. Das ist um Gottes Willen nicht vollständig, sondern das sind einfach nur die Sachen, die mir besonders wichtig waren oder die ich natürlich auch kannte bis jetzt. Also wenn ihr da nachher noch Anmerkungen habt, nur zu. Los geht's im Prinzip immer, zumindest in unserem Kulturkreis, mit dem Prometheus-Mythos. Ganz wichtig auch Daedalus, habe ich schon erwähnt. Und hier auch, das heißt, es ging tatsächlich in der Antike schon los damit, wie kann man Menschen schaffen, künstliche Menschen schaffen und wie kann man sie auch erweitern. Johannes Kepler, der steht da drin, weil er der Erste war, der tatsächlich eine Mondreise imaginiert hat. Das nur am Rande. Der Schachtürke ist dann so die berühmteste Automate, die dann eben die Romantik beeinflusst hat. Und um 1900 sind wir dann mit technischen Visionen schon so weit, dass dann eben Mondreise, Unterwasser und so weiter beschrieben wird. So, fürs nächste Jahrhundert habe ich dann natürlich schon mehr. Hier haben wir mal die ganzen Autoren und hier geht es dann auch schon los mit Filmen und TV. Und die ist dann irgendwie doppelt. die erste Geschichte, mit der ich einsteigen möchte, ist der Sandmann. Also in der Analyse jetzt einsteigen möchte, ist der Sandmann. Geschrieben von E.T.A. Hoffmann, war vielleicht bei einigen von euch auch Schullektüre. Ich weiß nicht, wer kennt den Sandmann? Ja, immerhin ein paar. Also Hauptfigur ist Nathaniel, der seinen Vater verliert unter recht dramatischen Umständen, wahrscheinlich ein Alchemie-Experiment. Auf alle Fälle hat er immer Schuldgefühle, deswegen fühlt sich zu Beginn also nicht so besonders gut. Schuld daran ist unter anderem eine zwielichtige Gestalt, Coppelius, und dieser Herr hier, Spallanzani, war ein italienischer Wissenschaftler, der E.T.A. Hoffmann beeinflusst hat in sein Aufgreifen von wissenschaftlichen Experimenten. Er hat unter anderem auch diese Froschschenkel-Experimente oder galvanischen Experimente ausprobiert. Das heißt, es ging also natürlich darum, wie kann man Automaten so lebendig kriegen, dass sie tatsächlich auch als Illusion greifen. Und dieser Nathaniel festigt sich dann ein bisschen, er verliebt sich, da gehen wir dann auch schon mal rein, findet Freunde, er verliebt sich. Entschuldigung, das ist der Anfang. Er ist erstmal ein ganz normaler Junge, dann stirbt sein Vater, absoluter Tiefpunkt. Dann festigt er sich langsam, er fängt an zu studieren, er verlobt sich mit einer netten Frau. Alles läuft eigentlich prima und jetzt kommt hier ein Bruch. Das ist nämlich der Bruch zwischen, wie er die Sache wahrnimmt und wie sie dann aber tatsächlich in echt ist. Er ist zwar eigentlich verlobt, aber er verliebt sich in diese tolle Frau, die er gegenüber immer sieht, und zwar indem er durch ein Fernglas guckt. Das heißt, er erlebt den totalen Höhenflug, er lernt sie dann auch kennen und denkt, er wird sie also heiraten und alles ist super, um dann allerdings festzustellen, diese Frau namens Olympia ist gar nicht echt, sondern diese Olympia ist eine Automate, die gebaut wurde von demselben Typen, der am Tod des Vaters schuld ist. Es gibt dann noch mal ein kurzes Hoch, weil man denkt, er wird es schaffen, aber im Endeffekt endet das Ganze dann mit der totalen Katastrophe, nämlich seinem Tod. Und da hat das Programm leider versagt, also eigentlich müsste es hier sofort runtergehen. Das ist jetzt so der Graph, den ich dafür nach
gute Zeiten, schlechte Zeiten, Kurt Vonnegut, rausgearbeitet habe. Das heißt, es endet also im Desaster. Ähnlich auch bei Frankenstein, das ist also Mary Shelley, die kurze Zeit nach dem Sandmann Frankenstein geschrieben hat, Frankenstein oder der moderne Prometheus. Da haben wir einen Wissenschaftler, der ganz viel lernt erstmal und hier das Geheimnis rausfindet, wie man tote Materie belebt. Und er fängt dann an, die zu bauen. Leider ist Ästhetik nicht so seine Stärke. Das heißt, er erschrickt so über die Kreatur, dass er davonläuft und als er wiederkommt, ist diese Kreatur abgehauen und er sinkt ins Tal der Tränen, weil diese Kreatur bringt dann auch noch seinen Bruder um. Und er gesteht diese Schuld aber nie ein, die er eigentlich daran trägt und fasst dann langsam wieder Fuß. Und hier, kurz vor der Unendlichkeit, er ist verliebt in eine Frau, kurz vor der Hochzeit, dummerweise, das Monster kommt zurück, bringt die Frau um, weil er hat sich ja geweigert, ihm so eine Frau zu bauen. Und das Ganze endet dann im Endeffekt zwar langsamer, aber es endet auch mit seinem Tod. Und was da also miterzählt wird, mit diesen Schöpfergeschichten, gerade zu dieser Zeit noch, ist so ein bisschen das Turmbau-zu-Babel-Prinzip. Das heißt, der Mensch, der sich über Gott stellen will, endet damit, dass einfach alles zusammenbricht. Da endet es tatsächlich immer noch die Schuld, die bestraft werden muss, die Hybris, die bestraft werden muss, mit der Vernichtung. Jetzt kurz einfach nur Schlaglichter. Die nächsten wichtigen künstlichen Menschen, Ikonen sozusagen auch der künstlichen Menschen, ist hier zum einen Maria aus Metropolis, Film aus den 20er Jahren. Auch da haben wir einen verrückten Wissenschaftler, der versucht, sich seine Frau nachzubauen und im Endeffekt dafür sterben muss. Im Hintergrund sieht man schon iRobot, aber da kommen wir dann später noch drauf, nämlich jetzt. iRobot basiert auf einer Geschichte von Isaac Asimov aus den 50er Jahren, beziehungsweise aus mehreren Kurzgeschichten und ist vor allem deswegen so berühmt, weil Asimov daran die drei Regeln der Robotik aufgestellt hat und im Endeffekt halt, dass ein Roboter nie Menschen schaden darf. Was er aber dann in den Geschichten auslotet, ist, was passiert, wenn Roboter tatsächlich anfangen, selbst zu denken und zu fühlen. Und damit kommt man natürlich in Konflikt mit diesen drei Gesetzen. iRobot wurde ja 2005 auch verfilmt, daher stammt dieses Bild auch. Es geht sehr frei mit der Geschichte um, aber im Endeffekt geht es auch genau darum. Nämlich, was passiert, wenn der Roboter denkt und fühlt. Das Thema wird auch in Blade Runner gespielt. Da haben wir tatsächlich auch eine Liebesgeschichte nämlich drin versteckt. Hier ist es der Replikant. Replikanten dürfen nur 4 Jahre leben und haben keine Erinnerungen. Und an die Erinnerungen sind tatsächlich die Emotionen geknüpft. Und hier haben wir also eine Replikantin, Rachel, die Erinnerungen entwickelt und damit auch Emotionen und sich natürlich in die Hauptfigur verliebt. Und man wünscht sich am Ende irgendwie, dass sie dann doch zusammenkommen. Also so ein bisschen Cinderella, aber das nur nebenbei. Der Prometheus-Mythos beschäftigt heute auch immer noch. Wir haben hier den einen Prometheus, das ist der, der die Menschen erschaffen hat und ihnen auch Feuer bringt als erste Technik. Und da haben wir dann den gefallenen Prometheus, der von Zeus nämlich als Strafe deswegen an den Felsen gekettet wird und verdammt dazu wird, dass ein Adler von seiner Leber frisst. Für immer. Prometheus hieß auch der letzte Alien-Teil. Und ohne jetzt auf diese ganze Alien-Mythologie eingehen zu wollen, das Interessante in Alien in dem ist, dass es auch da eine künstliche Intelligenz gibt, einen künstlichen Menschen, der David heißt, wie auch der David in Artificial Intelligence und jetzt einfach von einem Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist. Und hier sind wir jetzt bei der letzten Geschichte, die ich mir angeguckt habe vom Verlauf her. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, muss sich dann die Ohren zuhalten, weil es gibt dann nämlich Spoiler leider. Das ist Hör von Spike Jonze, der läuft auch gerade noch. Und da ist es im Endeffekt so. Wir haben eine Hauptfigur, Theodore, der ist am Anfang unglücklich, weil seine Liebe ist gerade irgendwie kaputt gegangen, seine Jugendliebe, und er steht irgendwie vor der Scheidung. Das heißt, er geht irgendwie so Richtung Tal der Tränen. Und er kauft sich dann ein Computerprogramm, er nennt Samantha und lernt gemeinsam mit Samantha und natürlich
Wer es noch nicht gehört hat, jetzt die Ohren zu, verlieben sich die beiden ineinander und beschließen dann aber, sie haben dann beide irgendwie nicht genug, beziehungsweise eigentlich hat Samantha das Programm nicht wirklich genug und sagt ihm dann, er soll sich doch bitte eine Frau holen, damit sie also jetzt irgendwie auch liebevoll ziehen können. Er schafft es dann aber nicht, sie ist total sauer. Dann nähern sie sich wieder an und da erfährt er dann, dass sie in der Zwischenzeit irgendwie mit, ich weiß nicht, 8000 anderen Leuten Kontakt hatte, wie das halt so ist im Internet, und sich außerdem auch auf ein anderes Programm eingelassen hat. Er wird total eifersüchtig, große Katastrophe, und diese Programme lernen dann aber auch tatsächlich alle voneinander, machen sich selbstständig, das heißt, Ende vom Lied, sie verlässt ihn. Wir sind hier. Weshalb das Ganze doch nicht ganz negativ endet, ist aber, dass er all diese Zeit hindurch auch mit einer Freundin irgendwie immer gesprochen hat und so endet der Film auch. Das heißt, wir haben also nicht das totale Desaster, wir haben dagegen ein Programm, wir haben jetzt nicht mehr den künstlichen Mensch, sondern ein Programm, was so selbstständig handelt, dass das Programm den Mensch verlässt, was ich sehr spannend finde. Und es ist aber trotzdem, es ist eine Komödie. Trotz allem. So, und jetzt in den Kinos anlaufen wird ein Film, der Transcendence heißt und von dem Regisseur ist, der bislang mit Christopher Nolan immer gearbeitet hat. Und da ist das Spannende, da habe ich mir die Geschichte jetzt auch noch nicht ganz angeguckt, weil ich eben nicht gespoilert sein will, also keine Sorge. Das Interessante daran ist, dass Johnny Depp, ein Wissenschaftler, ins Programm gezogen wird, mehr oder weniger. Das heißt, die künstliche Intelligenz, die hier geschaffen wird, ist eigentlich ein Mensch, der seinen Körper verliert. Als nächster Schritt. So, ich komme jetzt auch schon zum Ende. Wir haben hier einen Topos, der immer wieder vorkommt. Das ist natürlich hier Doc Brown aus Back to the Future, der so den Mad Scientist irgendwie verkörpert, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Er wird zwar ja im ersten Teil erschossen, aber dank Zeitreise wird dann doch wieder alles umgebogen. Und der Mad Scientist wurde eine ganze Weile durch den Hacker ersetzt und die Hacker spielen natürlich auch immer noch eine sehr wichtige Rolle, gehen aber so miteinander her. Wer jetzt immer noch nicht genug hatte von dem Thema künstliche Menschen, was ich jetzt so angerissen habe, hat die Möglichkeit, sich zu einer Webserie anzumelden, die im September starten wird, auf dieser Seite. Das ist die dwdakademie.de. Und nachdem ich ja einen interaktiven Vortrag versprochen habe, beziehungsweise die Geschichten der Zukunft versprochen habe, haben wir euch mit Hilfe von dem Patrick noch was gebaut. Und zwar könnt ihr unter der URL hier eure Geschichte der Zukunft finden. Also dreamsofelectricsheep.org verrät euch eure persönliche Geschichte der Zukunft, wer ihr in Zukunft sein werdet und was dann da so alles los ist. Ein lustiges Mashup aus allen möglichen Science-Fiction-Geschichten. Und in diesem Sinne dann auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben noch Zeit für Fragen. Also wer Fragen hat, Anmerkungen, Tipps für Filme, Serien, sonst was, die ich unbedingt noch gucken muss, nur zu. Die vorletzte Slide. Noch eine davor. Fertig? Okay. Hallo Wiebke. Ja, also ich kann euch nur raten, die auszuprobieren. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde nur damit rumgespielt. Hallo. Hallo. Rechts. Hier. Hallo. Can I ask my question in English? Sure. Okay. Do you think that machines should develop to imitate human beings in the future? Or should they be curved and stop, and the development of the machines to be more person-like should be stopped? Huh. Tricky question. Because there's always both sides to this. I mean, it's to every technology and its advancement. You can use it for good things and you can use it for bad things. So I think it's in Japan where they have some kind of robot cats for old people to make them feel not so lonely, and that works really fine. So I think in this case, well, that's great. But
I think it's really scary if machines develop their own intelligence. Imagining that machines develop their own intelligence, for me, it's scary. But I mean, it's happening. You have the chess computer, the first program who won against the world master of chess. So there was also this situation where I'm not sure where this happened, but somebody asked Siri to marry him, and she said, "No, let's be friends." And he attempted suicide. Really? Yeah. I think there were a couple of cases about 2 years ago, and so. But on the other hand, with our society developing the way it is, we don't have contact with other people. And if you can get that emotion and the love that you need from your iPhone, then why not? Well, yeah. But, well, what should I say? I mean, if you really think that Siri, I don't know. I think it's crazy, but yeah, it may happen. I mean, teenage girls committed suicide after the Backstreet Boys broke up. So I mean, that's crazy for me too. Because, I don't know, it's, you know, it's like crazy. Hallo? Ja? Hier, auch rechts. Ach, als fehlende Kulturreferenz würde mir noch einfallen Tron. Ja. Und auch der Rasenmähermann. Und wenn man in die japanische Kultur geht, vielleicht auch noch Ghost in the Shell. Ghost in the Shell? Ja. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Die anderen kenne ich natürlich auch. Okay. Die sind jetzt einfach hinten runtergefallen. Aber danke, ja. Hallo, hier. Hallo. ich habe noch einen Tipp für den Comic, und zwar Transmetropolitan von Warren Ellis. Ja, klar, den kenne ich. auch gerade interessant, weil es ja beispielsweise Maker da gibt, die dann auch Essen und andere Sachen drucken. Und weit sind wir davon nicht mehr weg. Also man kann ja heutzutage auch Lebensmittel mit Lebensmittelpasse drucken. Von daher, da sind wir fast. Ja. Und auch automatisierte Menschen ist eigentlich von allem was dabei. Ja, cool. Ja, Comics habe ich komplett ausgelassen, genauso wie die ganzen Superheldengeschichten. Weiß irgendwie so, aber ja, klar. Ja, hallo hier. Hi. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, es gibt ja eine Parallelität bei den Robotergeschichten im Zusammenhang mit Determinismus und Freiheit. Also bei iRobot würde man ja sagen, das ist ein Roboter, das heißt, es ist über Algorithmen vorbestimmt. Und in dem Moment, wo das funktioniert, scheint es immer eine Rebellion zu geben. Und inwiefern gibt es da noch, oder in den Projekten, die am Anfang gezeigt werden, in den realen, wird ja immer davon ausgegangen, wenn wir die Algorithmen verbessern, wird es besser. Wenn aber tatsächlich ein Algorithmus, den, also meine Vorlieben für immer vorhersagen könnte, würde ich mich langweilen und die Grenzen suchen. Es ist wie in Computerspielen, wenn man die Bereiche sucht, wo man eben nicht hinlaufen kann. Und das ist so ein Komplex, der bei allem Träumen, was technisch möglich ist, mir in der Realität dann doch wenig präsent scheint, obwohl er in den Geschichten ständig auftaucht. Das sind die Überraschungsmomente, wo dann auch Geschichten von diesen Modellen abweichen. Also wenn du immer nur Geschichten nach diesem selben Modell erzählst, werden sie total langweilig. Das heißt, du musst irgendwo auch immer mal wieder für Überraschungselemente sorgen. Und ja, wenn wir total vorherprogrammierbar wären, also wenn wir irgendwo Maschinen selber schon wären, klar, stinkt langweilig. Hi. Wow. Hi. ja, ich weiß nicht, ob schon, also vorher wurde kurz erwähnt wegen der japanischen Kultur und eben der westlichen, weil es geht um dieses ganze Maschinending, was ich jetzt spannend finde, ich bin nicht genau, ob es jetzt genau dazu passt.
Aber die gesellschaftliche Entwicklung, wenn man jetzt betrachtet, wie die Japaner mit Robotik und dem ganzen Zeug umgehen und die in den 80ern, 90ern einen Atomic Boy hatten und überhaupt sehr glorifizierend immer mit der Robotik umgegangen sind und wir in der Westlichen hatten Terminator und immer die totale Vernichtung von den Maschinen. Also es ist auch sehr spannend, dass wir in einem westlichen Kontext das immer so ängstlich betrachten und im Asiatischen, da ist irgendwie, lass uns das Kuscheltiere verteilen an die Alten. Okay, ich wollte es nochmal anmelden. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch mit Religion und wie, wenn man sich eben diese Prometheus-Geschichte anguckt, gut, antiker Mythos, aber eben auch dann diese Bibelgeschichte vom Turmbau zu Babel, also was passiert, wenn der Mensch baut und versucht, gottgleich zu werden, dann kommt eben diese Abstrafung, also das menschliche Hybris wird abgestraft. Ich weiß nicht, ob es diesen Grund... Mythos in der japanischen Literatur vielleicht einfach oder in der Kultur vielmehr einfach nicht gibt, so wie bei uns. Also ob das ein Unterschied sein kann. Aber dazu kenne ich mich dann auch zu wenig aus mit Japan. Noch Fragen? Ja, ich glaube, zeitmäßig, ich weiß gar nicht, sind wir dann, glaube ich, nämlich auch durch. Dann also, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank für die Tipps.